Smarana, ihr Lieben, und schön, dass ihr wieder hier seid, denn es ist sehr wichtig, was heute die geistige Welt für euch zu sagen hat. Wir befinden uns Ende Januar mit diesen beiden Portaltagen in einer großen Transformationswelle. Und das ist wirklich die Chance für jeden Einzelnen, für uns, für die Gesellschaft, für die Politik auch, sich von alten Strukturen zu befreien, welche nicht in der göttlichen Ordnung schwingen. Also das heißt, alles, was Zweifel und Ängste sind, was Nöte sind, was existenzielle Probleme sind und natürlich wie Neid und Hass, also all die negativen Dinge, haben die Möglichkeit, durch dieses neue Frequenzmuster leichter in die Transformation geleitet zu werden. Transformation bedeutet ja auch Auflösung. Und wir werden am Ende des Videos eine entsprechende Meditation machen, eine gechannelte Meditation mit der geistigen Welt, die es uns leichter macht, von diesen Dingen uns zu trennen. Also es besteht jetzt am 22.01. am Portaltag die ganz große, riesengroße Möglichkeit für uns, uns von allen alten Dingen zu trennen, die uns so sehr belasten. Und das ist also, man erkennt es daran, die Energien, welche nicht an die Göttlichkeit, an die göttliche Energie angebunden sind, die haben einfach nicht mehr die Möglichkeit zu bestehen. Das bringt uns ja auch der Eintritt in das neue Zeitalter konkret auf das Tablet. Wir sollen hinschauen, wir sollen in uns gehen, wir sollen überprüfen, wo bin ich nicht in der göttlichen Ordnung? Wo liebe ich mich nicht selbst? Denn auch das ist etwas, was nicht in der göttlichen Ordnung schwingt, wenn du dich nicht vollkommen annehmen kannst, so wie du bist. Und es kommt dann auch noch zusätzlich nach dem Portaltag vom 22.01. strahlt die göttliche Energie der gelben Sonne auf die Erde und erinnert uns daran, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes Kinder und Gottes Kinder, die haben keine Angst, die haben keine Zweifel, die vertrauen und lassen sich tragen, von der Liebe Gottes tragen und führen. Und das ist, wenn du dir das jetzt so überlegst, doch wundervoll, dich in die Hände Gottes einfach zu geben und zu vertrauen und auch tief im Innersten zu wissen, ja, ich werde geführt und ja, es ist alles gut, so wie es ist. Ich gehe dadurch, egal was passiert, ich gehe dadurch, ich bleibe in meiner Mitte und bin aber auch aktiv. Es ist ganz wichtig, dass du tatsächlich auch aktiv wirst, denn wenn du nicht aktiv wirst, kommst du nicht voran. Etwas muss man schon selbst auch dazu tun. Also nicht, es reicht nicht, wenn du sagst, okay, ich vertraue und gebe alles in Gottes Hände und dann passiv bleibst, dann wird nichts geschehen. Es ist also ein Geben und Nehmen. Es ist dieser Ausgleich, der muss stattfinden. Und wenn der stattfindet, wenn du dich also öffnest und sagst, okay, ich weiß, da an diesen bestimmten Punkten bin ich noch nicht ganz in der göttlichen Ordnung, da hakt es noch bei mir, dann kommt etwas nicht zugange, wenn du passiv bleibst. Es heißt also für uns, wir haben die Möglichkeit, ich gebe euch die Möglichkeit, aktiv zu werden in der nachfolgenden geführten, gechannelten Meditation, um da schon etwas zu tun und einfach in die göttliche Ordnung zu kommen. Natürlich solltest du dir bewusst sein, was ist denn jetzt an mir, was nicht in der göttlichen Ordnung schwingt. Wo ärgere ich mich darüber? Was ist, was bringt mich aus dem Gleichgewicht? Was macht mich verrückt? Und diese Dinge sind einfach dazu da, dir zu zeigen, dass du das transformieren sollst, dass du das auflösen sollst. Wir haben die Energie von Gottes Hand. Gottes Hand wird dir gereicht und es wird dir gesagt, lieber Mensch, die Hilfe ist da, ergreife sie und werde aktiv. Erinnere dich an deine Lebensaufgabe.
Erinnere dich an deine Schöpferkraft, denn das ist das, was du selbst bist, was du hast. Es reicht nur dann, dass du auch aktiv wirst. Und das lege ich euch ans Herz. Und das heißt ja, von den hermetischen Gesetzen, das wisst ihr auch, so wie innen, so wie außen. Also das, was ich im Inneren auflösen kann, wo ich im Inneren in die göttliche Ordnung kommen kann, kann es auch im Außen geschehen. Und so wird gleichzeitig auch für die Erde eine große Heilung geschehen. Das ist nämlich das Wichtigste, was man niemals vergessen sollte, dass jeder Mensch, jeder einzelne Mensch, welcher jetzt in diesen Portaltagen in der hochschwingenden Energie Heilung erlangt, dass er gleichzeitig auch die Erde damit heilt. Und das ist eine wundervolle Aufgabe, eine wundervolle Gelegenheit, jetzt in die Energien der Portaltage einzutauchen. Und denkt immer daran, wir sind alle die Kinder Gottes. Bloß manchmal vergessen wir das. Und deswegen bin ich heute da, um dich daran zu erinnern. Ja, und jetzt würden wir gleich beginnen mit der gechannelten Meditation. Und was ich euch schon immer sagen wollte, ihr dürft mir auf Facebook folgen, denn unter Facebook bekommt ihr auch wertvolle Tagesimpulse und wichtige Neuigkeiten mitgeteilt. Der Link zu meiner Facebook-Seite ist hier unter dem Video. Schreibt euch ein, abonniert mich, dann können wir uns auch da wundervoll austauschen. So, und jetzt beginne ich mal mit der 999. Ja, mit dieser wundervollen Energie und stimme mich für euch ein. Was ich euch noch vorher sagen wollte, die Portaltagsenergie jetzt, die im Moment über das neue energetische Muster zu mir strömt, wird immer wenn du dieses Video anschaust, aktuell sein. Also die Energie wird nicht nachlassen oder dann nicht mehr zu nutzen sein, sondern Energien haben die Kraft, sie sind immer präsent. Und so wirst du also, auch wenn du das in einem Jahr anschaust, das Video, immer noch diese tolle Energie zur Verfügung haben, nämlich die Transformationsenergie des neuen Musters, welche jetzt am 22. Januar das erste Mal auf der Erde strahlt und ich mich jetzt schon mit dieser Energie verbinde, da ich ja ein Medium bin, kann ich dies tun und die Energie wird für dich da sein, von jetzt an für immer. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude und eine ganz große Heilung. Ich danke der geistigen Welt für den Zugriff auf das neue Frequenzmuster, welches uns ab diesem Moment zur Verfügung steht. Und ich öffne meinen Kanal, damit diese Energien jetzt einströmen können. Gleichzeitig bitte ich um Schutz für dich und für mich, für uns alle, sodass wir unter dem Mantel des Schutzes zusammen in diese wundervolle Energie eintauchen können. Und so schließe nun du deine Augen und konzentriere dich ganz auf deine innerste Liebe, auf deinen innersten Frieden. Gehe mit deiner äußeren Aufmerksamkeit in deine innere Aufmerksamkeit und lasse dich von den Energien tragen, welche jetzt durch mich hindurchfließen. Es öffnet sich das neue Energiefeld und ich lade dich ein, mit deiner Absicht in dieses Feld einzutauchen. Es geschieht wie von allein, wenn du dein Einverständnis dafür gibst.
Und so umgeben dich bereits die Energien des neuen Energiemusters und lösen alles auf, was jetzt sich auflösen lässt und was nicht in der göttlichen Ordnung schwingt. Lasse dies zu und gebe dir die Erlaubnis, dass dies heute für dich geschehen darf. Die Energien fließen in der höchsten Liebe zu dir. Erinnere dich an deine Blockaden. Erinnere dich an das, was dich ärgert, was dich auf die Palme bringt, was dir schwerfällt, und lass es los. Die Energie des neuen Musters steht dir jetzt zur Verfügung und sie nimmt genau das, was dich belastet, was jetzt gelöst werden darf. Das neue Frequenzmuster heilt dort, wo es jetzt heilen darf. Es hebt dich in deiner Schwingung an. Vertraue und lasse geschehen. Umso mehr du bereit bist, deine Schattenseiten anzuschauen, umso tiefer kann die Heilung erfolgen. Und so fließt nun direkt zu dir die große Kraft des neuen Frequenzfeldes, und sie löst Strukturen in deiner Wirbelsäule, welche seit längerer Zeit dort dich belasten, sich mit der Zeit angesammelt haben. So fließt diese Energie, die heilende Energie, durch dich hindurch. Alles, was aufgelöst werden konnte, wurde aufgelöst. Und jetzt bitte ich für uns alle die Liebe Gottes. Ich bitte um die heilende Liebe Gottes. Und so fließt auch das Licht von Smarana zu dir. Es ist das Licht von Gottes Liebe, welches dich nun umgibt und welches dich fühlen lässt, dass du ein Kind Gottes bist und dass du dadurch die große Schöpferkraft in dir trägst,
die Schöpferkraft, welche dich dazu ermächtigt, deine Lebensaufgabe zu vollziehen, welches dich dazu ermächtigt, deine Visionen neu zu überdenken und kraftvoll und stark voranzugehen. Die Energie fließt zu dir, baut dich auf und dehnt dich aus. Die Liebe Gottes ist bei dir. Und nun schließe ich meinen Kanal. Die Energien wurden übertragen. Wir sind bei dir. Heilung geschieht. Und nun komme wieder in das Hier und Jetzt zurück. Komme ganz in deinen Räumlichkeiten an und fühle die Freiheit, fühle die Heilung. Ich bedanke mich dafür, dass ich heute diese Energie zu dir bringen durfte, bei der geistigen Welt und bei dir, dass du heute hier warst. Also ihr seht, die geistige Welt hilft uns tatsächlich, wo sie immer auch kann. Und dieses neue Frequenzfeld der Transformation, der Auflösungsenergie, solltet ihr tatsächlich so oft wie möglich nutzen. Denn das ist die Hilfe. Und sie ist für uns alle da, diese Energie. Ja, so wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis dann. Tschüss. Ein Küsschen noch. Ich hab euch ja so lieb.